auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Metze, danke auf jeden Fall fürs Wiedersehen. Wir haben uns ja das letzte Mal in Spielberg gesehen. Jetzt hier in der Kreisklasse A bei deinem Heimatverein? Wohnort Menzingen, den du ziemlich auf Vordermann gebracht hast. Zunächst einmal ein paar Worte zum Spiel, das schon ein interessantes Derby und Spitzenspiel war. Wie hast du es erlebt und gesehen? Ja, allgemein sind wir in der ersten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gekommen, weil wir viel zu weit weg waren von der Gegenspieler. Haben das dann in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht und auch viel mehr Druck auf das Aufbauspiel von Müntesheim gegeben. Und dadurch hat sich dann der Erfolg eingestellt. Dann haben wir auch die nötigen Tore, auch wenn nach Standards, gemacht. Aber allgemein verdient der Sieg, denke ich, souverän das Ding runtergespielt. Und von daher 3 Punkte mehr für die Meisterschaft, hoffentlich. Hat sich heute gezeigt, dass es ein Spitzenspiel und Derby war? Natürlich. Allgemein die Stimmung auf dem Feld, außenrum, war schon ein bisschen heiß. Die eine Situation mit mir und meinem Gegenspieler, ja, war unglücklich von mir, vielleicht ein bisschen überreagiert. Aber ich denke, dadurch habe ich dann auch nochmal den nötigen Zug reingebracht. Gerade auch von den Zuschauern draußen, auch in meiner Mannschaft. Ich wollte zwar nicht irgendwie jetzt eine rote Karte oder so für mich provozieren, aber ich denke, dass das nochmal so einen Ruck gegeben hat für außen und auch für meine Mannschaft. Darf man erfahren, was los war? So von außen hat es für mich so ausgesehen, als hast du den Verdacht gehabt, dass er vielleicht Schauspieler hat und wolltest ihn etwas unsanft wieder auf die Beine bringen, ich weiß nicht. Ne, das war so, dass ich mir den Ball vorgelegt habe und dann kam er einen Schritt zu spät. Wenn ich nicht wegziehe, denke ich, dass da irgendwie was an meinem Fuß kaputt gegangen wäre. Deswegen habe ich mich dann auch aufgeregt und bin dann im Anschluss zu ihm hingegangen und habe halt gesagt, dass es nicht so geht. Und dabei ist mir halt ein bisschen die Hand ausgerutscht. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie die Absicht, ihn da zu verletzen oder so. War blöd. Ja, eine durchaus erfolgreiche Saison habt ihr gespielt. Ich denke mal, der Erfolg ist zum großen Teil, natürlich als Mannschaft ist mal erfolgreich, aber ich denke mal, du hast einen großen Anteil an diesem Erfolg. Kannst du mehr zu der Saison und zu diesem Erfolg sagen? Ich muss sagen, ich bin hierher gekommen und hatte die gleiche Mannschaft oder ziemlich die gleiche Mannschaft wie also von Menzingen, die letztes Jahr schon da war. Sie sind ja letztes Jahr abgestiegen und für mich war von vornherein klar, dass wir direkt wieder aufsteigen wollen. Potenzial war auf jeden Fall da. Wir haben ein neues Spielsystem reingebracht. Die Jungs haben super mitgezogen, die Vorbereitung, die Trainingseinheiten. Trainingsbeteiligung war allgemein sehr gut. Und dann kann man auch mit den Spielern arbeiten. Und ich finde es wichtig, dass die Jungs meine Tipps dann auch annehmen und es dann auch umsetzen im Spiel. Und ich denke, daher auch der Erfolg, weil wir viel ruhiger spielen wie die Mannschaft letzte Saison. Wir probieren auf Ballbesitz zu spielen. Wir sind in der Offensive brutal effektiv. Allein Daniel Kaiser mit seinen 33 Hüte schon, die er gemacht hat. Und auch Javisan Solmaz durch seine überragende Standards. Allgemein gefällt es mir hier super gut. Ich bin zufrieden mit der Arbeit der Jungs und ich denke, der Aufstieg ist uns nicht mehr zu nehmen, diese Runde. Dass wir dann nächste Runde in der Kreisliga vielleicht wieder eine gute Runde spielen, mal schauen. Ist man für die nächste Runde, die ja höchstwahrscheinlich jetzt eigentlich nur noch eine Formalität fast, höchstwahrscheinlich dann in der Kreisliga stattfindet, ist man da gut aufgestellt? Ich denke nicht, dass die Kreisliga viel stärker ist als die A-Klasse in Bruchsal. Wir haben gesehen, wir haben im Pokal gegen den EV Hambrücken gespielt. Die sind momentan Tabellenführer in der Kreisliga und haben da erst nach Verlängerung verloren. Damals stand es 3-3. Nee, nicht mal nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen haben wir da verloren. Wir haben im Pokal gegen Odenheim, die im unteren Mittelfeld stehen, 4-1 gewonnen. Also auch
überragend. Dann haben wir in der Vorbereitung gegen Mingolsheim gespielt, die auch oben dabei sind in der Kreisliga. Haben wir auch 4-1 gewonnen. Von daher, ich denke, mit der Mannschaft ist da schon einiges möglich. Und wenn wir noch 2-3 Verstärkungen bekommen, dann bin ich da guter Dinge, dass wir nächste Saison auch wieder einen guten Platz erreichen werden. Guckst du auch rüber an die alte, also rüber zur alten Heimat und guckst du, was in Spielberg passiert? Momentan haben die ja eine ziemlich schwierige Phase. Ja, das tut mir eigentlich leid für den Verein. Ich war ewig lang dort, 6 Jahre. Und ja, wir haben uns immer irgendwie gerettet nach dem Abstieg aus der Regionalliga. Dann eine nicht so gute Oberligasaison gespielt. Und ja, jetzt läuft es irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich verfolge es jedes Mal. Ich bin auch öfters mal dort, wenn ich Zeit habe, wenn ich nicht selbst spiele. Und ja, ich wünsche einfach dem SV Spielberg, dass es noch packen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge mit der Mannschaft. Ja, da hast du da unten drin in der Oberliga eigentlich nichts verloren. Da musst du einen guten oberen Mittelfeldplatz normalerweise haben. Nächstes Spiel wieder daheim unter Krombach. Was kannst du uns zu diesem Spiel und Gegner sagen? Unter Krombach, im Hinspiel haben wir das eigentlich richtig gut gemacht. Haben wir frühe Tore gemacht, haben riesen Chancen gehabt, auch früh noch viel höher in Führung zu gehen. Zu Hause sind wir eine Macht. Wir haben zu Hause noch keinen einzigen Punkt verloren. Also wir haben zu Hause alle Spiele gewonnen. Von daher heißt die Marschroute natürlich Sieg gegen Unter Krombach und dann sind wir wohl Meister. Nächste Woche wird dann die Meisterschaftsfeier gefeiert sozusagen, wenn ihr gewinnt. Ich weiß nicht, ob wir da schon die Meisterschaftsfeier offiziell machen. Ich glaube, die machen wir erst am letzten Spieltag, aber feiern werden wir auf jeden Fall natürlich. Metze, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank, dass du heute da warst und irgendwann sehen wir uns sicherlich mal wieder. Komm, viel zu spät. Ich hab gesagt, ich hab Eier, Bruder. Das ist nicht kalt. Das ist nicht kalt. Ich hab gesagt, ich hab Eier. Wir sind Meister, Scheiß. Willst du jemanden nominieren? Für die nächste Ice Bucket Challenge? Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de.